Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit Matt Chris. Ja, heute habe ich einen für uns hier neuen Kanal, und zwar Fearsome Top 5. Ja, ich bin gespannt, ob der Kanal mit allen anderen mithalten kann. Und ja, ich denke mir mal, wir schauen uns jetzt einfach eine Compilation von Fearsome Top 5 an. Also, viel Spaß uns allen hier. Hier ist Fearsome Top 5. Ja, Fearsome Top 5. Was haben wir denn da? Die Top 8, also nicht Top 5, der gruseligen Geistervideos, bei denen es unmöglich ist, sie alleine zu gucken. Wir sind nicht alleine, wir sind hier zusammen und wir schauen sie jetzt. Hier ist Fearsome Top 5. Welcome to Fearsome Top 5. Get ready to witness 8 truly terrifying ghost videos. Number 1. A man named Eric Torres posted a video to TikTok desperately looking for answers. He currently works on a ranch in California, and early one foggy morning at 5:55 a.m. while on the ranch, he spotted something eerily moving through the fields. His first instinct was to try to catch it on camera, and luckily he succeeded. Yo, what the f*** is that? Ooh. Oh yo, was ist das? Wie schnell? Das sieht ja aus, als wenn das irgendwie so schweben würde, ne? Jetzt sieht man es nicht mehr. Doch da. Man kann es erahnen noch, ne? In the distance, a dark figure can be seen sprinting across the open field. This peculiar sight quickly caught Eric's attention as he tried to figure out what he was seeing. As it scurried through the tall grass, it appeared to be a solid black form. Not resembling any animal that I've ever seen. Vielleicht ist es doch nur einfach ein Mensch, der daher rennt. Skinwalker heißt er. Ich habe nur drauf gewartet. Weiß ja schon länger nicht mehr mit dem Skinwalker. Aber das ist ja immer irgendwie ein Skinwalker oder ein Dämon. Ja, keine Ahnung, was das ist. Eric's first thought was that this could possibly be a skinwalker. And according to the viewers on TikTok, they believe it's just Jeepers Creepers going for his daily run. Number 2. Ja, schwer zu sagen, ne? Das war auch weit weg. Aber es sah schon seltsam aus, ne? Vielleicht war es auch ein Alien. Wer weiß. On a cloudy day in Boston, a TikTok user named Dianara stepped out of her house and something shocking immediately caught her eye. In the middle of the road, she spotted what looked like an animal ominously floating in the air. In disbelief, she rushed to catch this bizarre phenomenon on video, and this is what she caught. Ja, ja, das haben wir schon mal gesehen. Also zumindest ähnliches, ne? What looks like a headless bird can be seen mysteriously floating. Besides the power lines in the background, no strings, ropes or cords are visible. Ja, also wie, er sagte gerade, man sieht da halt keine Fäden oder keine Drähte und kein nichts. Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ja. Ich bin ja immer fest davon überzeugt, dass das halt Fäden sind. Ja, dass da irgendwelche Fäden gespannt sind. Ja, aber es sieht seltsam aus, ne? Aber was soll das sein? Warum soll das so sein? So how this bird is suspended in midair, I have no idea. Ja doch, die Idee ist halt, dass da ein Draht gespannt ist, ne? Oder ein dünner Faden, irgendwie sowas. Ne? Es ist halt möglich. Um das auszuschließen, müsste man den Vogel da runterholen, ne? Ja. A few people in the comments assumed this video was photoshopped, but Dianara was quick to debunk this theory. Behind Dianara, this headless wonder is still very clearly floating. And although this isn't a ghost video, it's definitely bizarre to say the least. Also ich glaube, da ist ein Faden gespannt. Definitiv. Also gefotoshoppt oder bearbeitet ist das nicht. Ne? Das ist klar. Aber
Das wird eine logische Erklärung haben. So if anyone has any idea what's going on here, please let me know. Ja, ein Faden. Number 4. TikTok user Vic T is a man that recently started working at a liquor store. Before this job, he was never one to believe in the paranormal. But shortly after spending some time in the shop, he began to notice eerie things happening around him. He would often hear banging and witness doors opening and closing on their own. And as this activity became more frequent, he began recording his experiences. Okay guys, so I'm hearing like noises coming from this back room. Oh my goodness, bro, it's happening again. All right, I'm gonna go and look. As you can see, nobody's back here. Nobody's behind the door. Nobody just came up behind me. Like, I'm serious. Besides the banging on the door, a ghostly voice was caught saying, come here. Ja. Das lässt sich halt auch wirklich leicht faken, ne? Das muss man ja leider so sagen. Oh. And the longer he was in the building, the more intense this activity got. All right, so look, I'm hearing this door and there's stuff going on in the back. See, man, that's the stuff I'm talking about. Like, bro, and oh, then yeah. I Whoa. See something. Yo, if there's anybody in here, you need to leave. So, if there's anybody here, go. Yeah, I don't know about this, man. Geh doch mal rein. What the What oh, was that, bro? Yo, anybody in here? Anybody in here? Einfach mal Licht anmachen, ne? Wäre vielleicht schon mal eine Maßnahme. Here. Yo, anybody in here? Bro. Nah, I'm out. After hearing the same banging on the door, he went to investigate, only to come face to face with a dark figure. Also da hat irgendjemand, also zumindest, also nicht irgendjemand, sondern er hier in diesem Alkoholladen, der hat einfach zu oft und zu viele von unseren Clips gesehen hier, die wir uns auch immer ansehen. Und hatte ganz viel Langeweile während seiner Schicht im Schnapsladen. Ja, und hat das dann halt mit einem Kumpel oder vielleicht sogar mit einem weiteren Mitarbeiter da einfach wunderschön nachgestellt. This ominous being quickly poked its head out from behind the door, giving this man his first glimpse of what's been causing the activity. Absolutely no features can be seen on this unsettling face. Ja, also da hat er sich einfach so eine Maske übergezogen, so eine schwarze Kapuzenmaske. Ja. And as he made his way into the back room, no one could be found. The more attention he gave to this entity seemed to stir things up and make it worse. Also wenn er jetzt reingegangen wäre, hätte Licht angemacht und sofort in jede Ecke mit der Kamera, wäre es vielleicht etwas glaubwürdiger. Aber nicht so. Leading to a terrifying interaction that he can't forget. All right guys, so I'm hearing this door open and close again and you know, I'm the only one. Bro, what the fuck is that? Ah ja. Ow. Bro, I just got pushed, bro. Ah, my arm hurts. Oh, come on, bro. There's nobody in here. Ow, dude, I'm not doing this no more. I'm out, bro. I'm gone. I gotta go. After catching another glimpse of this entity, he lunged towards the door. Auch dieses Sagen, was gerade passiert ist. Oh, ich bin geschubst worden. Oh, ich wurde geschlagen. Oh, ich habe da was. Oh, oh, oh. Das ist, ja, inszeniert. Only to get pushed by an unseen force. He stumbled to the side and immediately began complaining of pain in his arm. And as he looked down, a massive red mark can be seen on his skin. Ist der, das Problem bei der ganzen Sache ist nicht nur, dass es gestellt wirkt, sondern auch das Verhalten von so einem Schattenwesen. Ja? Also wir haben ja sehr selten irgendwelche Clips, wo Schattenwesen auftauchen, wo noch viel mehr passiert, als nur, dass die halt da sind. Ja? Wir haben ja alles. Wir haben ja Poltergeistaktivitäten mit dem Klopfen und so weiter. Dämonische Sachen wie Schubsen und körperlich angegangen zu werden. Und wir haben halt das Schattenwesen an sich.
Das ist viel zu viel, das ist too much. Ja, da hat er viel zu viel gemacht. Wenn er jetzt nur diesen Clip gehabt hätte, wo dieses schwarze Ding da um die Ecke guckt, ja, an der Tür entlang, nur das, als kleine kurze Sequenz und dann irgendwie, ja, ich habe da ein Schattenwesen gesehen, wäre das meiner Ansicht nach glaubwürdiger gewesen und hätte auch vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit verdient. Ne? Aber das jetzt hier, es ist ja noch nicht mal gruselig, ja, der Unterhaltungswert liegt ungefähr bei null. This bright red mark looked as if someone had aggressively grabbed him. He somehow mustered up the courage to enter the back room, but as always, there was no one there. I've seen a lot of haunted places over the years, but a haunted liquor store is definitely a first. Number 6. Jeff, Jason, Phil, and Pete from the Ghost Tech Paranormal YouTube channel ventured to Pluckley Village, a place named the most haunted village in England by the Guinness Book of Most Haunted Village in England. Oh, hab ich gerade Guinness Buch gehört? World Records. Ist im Guinness Buch der Rekorde? Als. Okay. Said that there are 12 to 16 ghosts that are known to haunt the area. Apparitions have been seen in the schoolhouse, on a local farm, and even in the pub. But for this investigation, the team set their sights on Pluckley Brickworks, a location in the village infamous for the paranormal activity that surrounds it. According to records, a man named Tyler J. Smith tragically lost his life while on the job. Several. Okay, also in dieser Stadt sollen 12 bis 16 Geister spuken in den verschiedensten Gebäuden. So, und Ghost Tech Paranormal ist ja jetzt halt eher auf so ein Fabrikgelände, ne? In so einem, ja. Und dort soll der Geist eines verunglückten Arbeiters spuken. People have claimed to come face to face with his ghost, and hearing a disembodied scream is often reported. The team kicked off the investigation by exploring the empty skeleton of the building. Nothing. Nothing so far. Wir kennen die schon. Wir haben die schon mal gesehen, Ghost Tech Paranormal, und zwar in einer Kirche. Und da waren Schatten. Und das war richtig gut. Das ist schon sehr lange her, aber es war richtig gut. Ich erinnere mich noch daran. Whilst we are taking our baseline readings, a voice is captured on our camera's audio and on digital audio, saying, so I can see. Nothing so far. Oh yeah. Whoa. The crystal clear sound of a man's voice was immediately caught after stepping foot inside. Und das hörte sich komisch an. Also es hörte sich jetzt nicht so an, als wenn das einer von denen gesagt hätte. And as the guys continued walking around the property, Jeff spotted something bizarre. Where did that come from? What? There was a flash of light from over there as we was walking up. On that wall. This wall here. This wall. I see a flash of light in front of me. And as Jason pans his camera around, lights can be seen moving in between the trees. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Also ich hätte jetzt fast gesagt, ja, vielleicht ist das ein Auto, was irgendwo hinter dem Wald fährt, dass der Wald nicht so dicht ist, dass da eine Straße hinter ist. Aber die Lichter bewegen sich, also das, ja, sind das drei Lichter? Oder ist das nur ein Licht, was sich so spiegelt? Bewegt sich ein bisschen seltsam für irgendein Auto, was da vorbeifährt. Weg ist es. Da, schon wieder, da. Naja, gut, nun ist es auch möglich, dass in dem Wald halt auch andere Leute rumlaufen mit einer Taschenlampe. Ne? Also ausgeschlossen ist es nicht. So, und deswegen sieht das halt auch so seltsam aus, ne? Weil da halt immer Unterbrechungen sind, auch weil da halt auch Bäume stehen. Ich glaube, das ist eine Taschenlampe von irgendjemand anderem.
strange lights were caught moving within the trees, letting them know that either something paranormal was lurking nearby or someone else was on the property. And not long after, something chilling was caught on their digital recorder. Someone's walking. Something from that direction. Phil, it was from over here. It was from there. Was that? Did you hear anything? Heard movement, but I couldn't quite work. Also, ich hab's nicht gehört. Look out where it was coming from. For some reason, when I heard it, I thought someone was going to walk through that door. We all hear someone walking and was waiting to see someone come walking through the doorway, but... Also ich fand das Hintergrundgeräusch, das generell dieses Hintergrundrauschen, das war zu laut, als dass ich das rausgehört habe, dass sich da was bewegt hat. Wird es? Ich meine, alle drei haben es gehört. Also wird sich da auch was bewegt haben. Das können aber auch natürlich immer wieder Tiere sein oder vielleicht sogar der Typ, der da mit der Taschenlampe im Wald war. Wer weiß, ja. Mich hat da eher die Stimme am Anfang, die sie aufgenommen haben, die körperlose Stimme, die fand ich mit am interessantesten, muss ich ganz ehrlich sagen. But no one else is around. But on our digital recorder, a man's voice is captured telling us to get out again. Here's the enhanced audio taken from the digital recorder. Oh. Someone's moving. Did you hear moving? Did you hear, Jay? I heard something, yeah. A chilling, ghostly voice told them to get out. Not exactly what you would want to hear while in a haunt. Das finde ich mit am aussagekräftigsten. Einfach so Geräusche oder auch das Licht und so. Das können alles auch andere Menschen gewesen sein. Aber diese körperlosen Stimmen lassen sich für mich nicht so einfach erklären. Location. Jeff then tried to communicate with the man that lost his life on the property. And what happened next is downright terrifying. Mr. Smith, it's your last chance to come and speak to us. That's of course, if you haven't already done so, you might have spoken to us on our audio equipment. So, is there any last words that you have to say? Anything at all? Wow, ein Schatten. Is it better where you are now than when you was here? As we are filming our last session in the main brickworks, Jason is capturing a shadow figure on his full spectrum camera. At first, it stands still and then moves from right to left and then back to the right again. It stands still again and then moves off again to the left. Wow. Das sieht echt seltsam aus. Also, was ich ausschließen kann, definitiv, dass das einfach eine andere Person da hinten ist. Dafür ist es nicht massiv genug, finde ich. Also, es sieht zu schemenhaft aus, ne? Fast durchsichtig. Also, es ist auch kein richtiges Schattenwesen. Die sind ja auch viel schwärzer und dunkler. Aber was mir hier auffällt, ist hier, kann das nicht auch der Schatten sein von demjenigen, der hier filmt?
Also, dass der so lang bis nach da hinten fällt, wenn von hinten Licht kommt. Wenn von hinten überhaupt Licht war. Aber gut, ne, wir haben ja auch die Stimmen gehört. Also ist es auch gut möglich, dass das tatsächlich der Geist ist von diesem Arbeiter, der da verunglückt ist. Warum nicht? Wow. Here is the footage again, taken from two different angles. And as you can see, none of us are moving. No. You have to say. Ja, und wenn der Kameramann sich nämlich hier bewegen würde, nach links und nach rechts, würde man das ja auch sehen. Ne? Also ist das nicht der Schatten von ihm. Wow. Das ist gut, Leute. Das ist gut. This large dark shadow figure ominously moved back and forth as it appeared to be watching the investigators. No one was aware of what was lurking at the other end of the building. But clearly something was keeping an eye on the Ghost Tech team. So could this dark apparition belong to Tyler J. Smith? Möglich, dass das der Arbeiter ist, der da verunglückt ist, oder halt auch irgendjemand anderes, der da mal gearbeitet hat, ne? Das ist nicht schlecht. Super. Is that up to you to decide? Ja, paranormal. Number 7. A man that goes by Matt on TikTok is a car enthusiast that often posts videos of his cars to his account. But alongside these videos is one that took a darker turn. One night at 2:45 a.m., he was out alone recording a nearby train. But while recording, he soon found out that he wasn't as alone as he thought. After the train passed by, he turned around to record in the opposite direction. But hidden within the darkness was an unsettling figure. Das ist keine unsettling figure, das ist Mensch mit dem Rucksack. This figure casually walked onto the tracks, not too far from the man recording. Man sieht das doch, dass das ein Rucksack ist hinten. He was taken by surprise when he later realized what he caught on camera. Ja, ein anderer, der im Dunkeln einfach über die Schienen gegangen ist. No idea that someone else was on the tracks that night. Number 8. On a YouTube channel run by a man named Phil Koch, several videos... Phil Koch. Phil Koch. ...videos of paranormal investigations were uploaded. Phil firmly believed that something dark was haunting his home in Wisconsin. After several nights of hearing movement coming from the attic, he bravely decided to conduct an investigation and finally find some answers. Rough on the floor. So? 56? 70? Between 50? Habe ich aber nicht daraus gehört. Well, it's like 12:30. And I think that it was about an hour since we heard those footsteps coming through here, but I don't know what that was from. What's our average temperature? It's about 37, 38. That's why I'm cold. And I'm getting like a 0.2 all the way through the room. Wait, it's going to 45. There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh! Okay. Ow! There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh, okay. Ow! Shortly into the investigation, a ghostly voice was heard asking, "Wanna go outside?" Seven. Jetzt habe ich es auch verstanden. Wanna go outside? Jetzt habe ich es auch verstanden. 70. This eerie voice sounded like it belonged to a child. And not long after, as they continued to monitor the temperature in the room, the chair in front of them suddenly slid across the floor. This unexpected movement sent the guys running, and I definitely don't blame them. Das wirkt schon authentisch. Aber ob's das ist? Keine Ahnung.
so was this unnerving activity. Ich möchte gern mehr von denen sehen. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Caused by the spirit of a child haunting his home, or is there a more reasonable explanation? Ja, natürlich können die das auch nachgestellt haben. Also klar, dass da halt noch eine dritte Person im Raum war. Die hat halt mit dem Draht oder mit dem Faden den Stuhl bewegt. Sicher. Make sure to follow me on Instagram to hear more from your boy. As always, if you enjoy these creepy videos, then make sure to give it a thumbs up and subscribe. Ja, mach das alles. Ja, das war ja ganz gut, ne? Also, das in der alten Fabrik mit Ghost Tech Paranormal hat mir mit am besten gefallen und war auch paranormal. Meiner Ansicht nach, auf alle Fälle. Ja, zwei musste ich rausschneiden, die kannten wir schon. Macht aber nichts. Kann passieren. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, ne? Und unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video, was wir gerade gesehen haben und auch zum Kanal von Fearsome Top 5. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Gruseln mit Mad Chris hier auf YouTube. Also jetzt abschalten und bis dann. Adios. Taking a chance, he's got his headphones on, tuning into the screams, searching for the answers in his wildest dreams, with a flickering scream.